Unser nächster Gast ist ganze 10 Jahre alt und hat bereits Millionen Klicks bei YouTube. Und sie beschäftigt sich mit einer relativ seltenen Musikspezies für Kinder ihren Alters. Sie macht nämlich unter anderem auch Jazz. Sie kommt aus Norwegen und Little Big Stars ist, glaube ich, ihr letzter Zwischenstopp auf dem Weg zum Weltstar. Ich begrüße Angelina Jordan. Angelina, guten Abend. Bitte schön. Bringst du mir hier Käse mit? Oder ist das Schokolade? Nee, das ist Käse. It's brown cheese. Brown cheese. Angelina ist natürlich ein Kind der Welt und spricht auch Englisch. Aber Norwegisch haben wir so selten im deutschen Fernsehen, dass ich gesagt habe, ich würde mich schon gerne mit dir auf Norwegisch unterhalten. Und wir haben ja immer, wenn wir Kinder haben, die kein Deutsch sprechen, Mädchen oder Jungen, die diese Sprache beherrschen. Und ich begrüße jetzt ein Mädchen, die toll Norwegisch spricht, nämlich Helena Haugland. Und die kann uns übersetzen, was ich sage. Ich kann nur zum Beispiel Streichhölzer heißen Fyrstikken. Ja? Fyrstikken? Nee, Frühstücken. Also ist egal. Helena, komm zu uns. Helena Haugland. Helena, guten Hallo. Abend. Guten Abend. Du siehst viel norwegischer aus als sie. Weil man stellt sich immer blonde Mädchen vor. Das ist in Schweden. Ach so. So, die hat mir Käse mitgebracht. Was ist das für ein Käse? Wie heißt der? Brunost. Brunost, ja? Ja, naja. Ja, der Norweger mag sowas. Ja? Nicht alle. Nee? Nein. Gut, okay. Also, das war's. Ich bin ja nicht zum Essen hier. Angelina, jetzt erzähl mir mal, wann du angefangen hast zu singen. Du bist 10 Jahre alt. Wie lange singst du schon? Also, wo lange hast du singen allerede? Ja, naja, war 1,5 Jahre. Also, sie hat angefangen, als sie 1,5 Jahre alt war. 1,5 Jahre? Ja. Dann singt sie schon länger als ich. Also, sie singt ja nachher was eher so im jazzigen Bereich ist. Warum gerade dieses spezielle Jazzfach? Also, hast du Alter zum Finstern und du hast Jazz? Ja, erstens, Jazz ist wirklich speziell. Oh, unik. Also sie findet Jazz ist besonders. Ja, ihr versteht euch gut, ihr beiden, und ich verstehe euch gar nicht. Aber immerhin. Ta hedra høre nån og løre du nok nå for tøren senna. Oslo, ja. Das ist mein Norwegisch. Weiter komme ich nicht damit. Gut, dann hören wir uns jetzt an. Was für ein Lied singst du heute? Okay, jetzt bist du wieder. Ich kann sagen, was du singst. I put a spell on you. It's the first time you sing on television. I put a spell on you? Yes. Ja, also eine Premiere heute von uns. Dann sage ich jetzt Dankeschön. Wiedersehen, was heißt auf Norwegisch Wiedersehen? Hade. Hade, hade, hade. So, was ist? Nicht wispern hier. Doch. Soll ich mit dir hier sitzen oder soll ich... Wenn sie singt, dann... Soll ich jetzt zur Seite gehen? Wir beide gehen zur Seite. Ja. Jetzt ist sie dran. Du zu der Seite. Nee, wir gehen beide auf die Seite. Ach so. Okay. Na, super. Okay, so, wir gehen beide auf die Seite. Wir machen jetzt die Ansage gemeinsam, okay? Okay. Für unsere norwegischen Zuschauer machst du das. Und ich sag's jetzt an. Erstmal also guten Abend, alle Norweger. Hi, alle norske Volk. Genau. Also, meine Damen und Herren, jetzt als Premiere im deutschen Fernsehen. Also, meine Damen und Herren, noch zum Premiere in der Tyske Fer. Hier haben wir Angelina Jordan. Hier haben wir Angelina Jordan. Und sie singt I put a spell on you. Because
your mind. Stop the things you do. Zu viel versprochen. Und ihr werdet mal noch hören. Macht's gut. Tschüss, Dankeschön. Wiedersehen.